So, ich würde gerne mal zwei Aufgaben rausgreifen, ja, zur Erzeugung von, zur Angabe von Grammatiken, die vorgegebene Sprachen erzeugen, weil man an diesen Beispielen sehr viel verstehen kann hinsichtlich des Unterschieds zwischen regulären Sprachen oder regulären Grammatiken und kontextfreien Sprachen, kontextfreien Grammatiken. So, nehmen wir erstmal die erste Sprache hier oben. Und zwar nehmen wir mal, na, L1 ist gleich die Menge aller a hoch m, b hoch n mit m, n größer gleich 1. Ja? So. Das ist eine relativ einfache Sprache noch. Wenn man da ja, ein bisschen überlegt, findet man relativ schnell eine Grammatik. Gucken wir uns aber trotzdem mal an, welche Wörter sind in der Sprache? Also beispielsweise das einfachste Wort, das man bilden kann, ist AB. Genau. So AB, ne? Oder AAB oder ABBBB oder AABB, ganz egal. Wie viele A's und wie viele B's? Hauptsache mindestens eins von jedem. Und erst kommen alle A's, dann kommen alle B's. So, jetzt machen wir eine Grammatik. Und mit Grammatik meine ich, es genügt jetzt mal, die Produktionsregeln hinzuschreiben. Okay, eigentlich müsste ich noch die Variablenmenge etc. pp. Sigma hinschreiben und so, aber für uns reicht jetzt mal das Produktionssystem. Okay. Beginnen wir mit einer Startvariablen S. Wohin würden wir die ableiten? Was würden Sie vorschlagen? Ja? Klein a, groß a können wir machen, ne? Wir erzeugen erstmal das kleine a, also ein a brauchen wir mindestens, und dann groß a. Wofür brauchen wir groß a jetzt? Genau. Erstmal benutzen wir das doch, um weitere a's zu erzeugen, ne? Also wir können jetzt hier beliebig viele weitere A's erzeugen. Oder? Klein a, groß b. Genau. Und das b benutzen wir wie? Genau. Ging es noch kürzer? Wie denn? Genau. Wir könnten noch a als Startvariable nehmen. Mache ich jetzt mal nicht. Ich zeige Ihnen auch gleich warum. Also man könnte auch einfach mit a als Startvariable beginnen und die Regel hier oben weglassen, ne? Da kann ich trotzdem ein kleines a und dann beliebig viele b's erzeugen oder erstmal beliebig viele a's, mindestens eins und dann auf B übergehen. Okay. So. Von welchem Typ ist diese Grammatik? Ja? Genau. Das ist eine reguläre Grammatik. Ja? Sie hat nur Regeln der Form Terminalsymbol und Variable, also Terminalsymbol und Nicht-Terminalsymbol, oder nur ein einzelnes Terminalsymbol. Das heißt, das ist der speziellste Typ von Grammatik, der geht. Ja. Oh, Sie haben recht. Genau, richtig. Ja. Ah, Sie haben recht, sogar falsch, ne? Wir erzeugen nur Wörter mit AA. Okay. Wir könnten jetzt hier oben noch AB erzeugen, aber das ist auch Blödsinn, also machen wir es mal weg. Machen wir so, ne? Okay. Gut. Jetzt sind wir richtig. Okay, Startvariable a, wir hatten ein a zu viel. Sehr gut. Okay. Gut, trotzdem reguläre Grammatik, ne?
Okay, jetzt leiten wir mal ein Wort ab. Also a ist unsere Startvariable. Leiten wir mal ein Wort ab. Nehmen wir mal, wir wollen mal dieses Wort hier ableiten. A-A-A-A-B-B-B. Okay? Dieses Wort A-A-B-B-B wollen wir mal ableiten. Womit beginnen wir? Mit der Startvariable. A. So. Welche Regel wenden wir jetzt an? Genau, klein a, groß a. Und dann als nächsten Schritt? Klein a, klein a, groß b. Also dieses a wird abgeleitet zu ab, ne? Dieses a leite ich ab zu ab. Okay, und dann? Genau, jetzt wende ich diese Regel so oft an, bis ich fast so viele Bs hätte, wie ich haben möchte. A, A, B, B, B. Und am Schluss ersetze ich die Variable noch durch das kleine b hier und dann bin ich fertig. Okay, lassen wir mal so stehen. Jetzt gucken wir uns die zweite Grammatik an, die ich gerne mal, oder die zweite Sprache erstmal, die ich gerne mir anschauen würde. Und zwar ist die folgende. L2 ist gleich A hoch N, B hoch N mit N größer gleich 1. Also, wodurch unterscheidet sich diese Sprache von der Sprache L1? Genau, wir nehmen die Wörter raus aus L1, wo nur die, wo die Anzahl der A's und B's gleich groß ist. Genau, also A, B, A, A, B, B, A, 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 B, B, B und so weiter. Ne? Nur gleich viele A's und gleich viele B's. So, machen wir mal eine Grammatik. Und jetzt schreiben wir nur die Produktionsregeln hin. Ja, können wir wieder mit A anfangen. Ne? Von mir aus, egal. Wohin leiten wir das ab? Ja? Klein a, groß a und dann? Klein oder groß b? Genau. Ja, super. Ne? Kürzer geht es nicht. Jetzt kann ich die Startvariable zu ab ableiten. Sie haben sogar die Epsilon-Regel vermieden. Sehr schön, ja? Sie können also zu klein ab ableiten oder Sie erzeugen sich erstmal beliebig viele a's und b's am Rande. Ne? Und dann in der Mitte das AB. Jetzt leiten wir mal Folgendes ab. Leiten wir mal das hier ab. A, 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 B, B, B. Wie würde diese Ableitung aussehen? A geht zunächst mal nach, naja, ist klar, ne? Klein a, groß a, b, klein b. Als nächstes wird die Regel nochmal angewendet. Klein a, dann kriege ich klein a, groß a, klein b für das a und das kleine b am Rande nicht vergessen. Das hatten wir ja auch schon erzeugt vorher. Und jetzt schließe ich ab mit dem letzten AB. Ich kann mir also so beliebig viele A's und B's von außen nach innen schachteln. Klein a, klein a, klein a, klein b, klein b, klein b. So. Von welchem Typ ist diese Grammatik? Ja? Fast? Wie sind unsere Regeln aus? Auf der linken. Nee? Kontextfrei. Genau. Auf der linken Seite von Regeln steht immer nur eine Variable. Ich habe zwei Regeln. A geht nach AAB oder A geht nach klein ab. So. Ne? Das sind zwei Regeln. Und links steht immer nur eine Variable. Das heißt kontextfrei. Und wenn jetzt hier links noch was stehen würde, noch was anderes, mehr als eine Variable, dann wäre es kontextsensitiv. Okay. Kriege ich für diese Sprache eine reguläre Grammatik hin?
Das Ziel ist jetzt, ein Feeling hinzubekommen. Ja? Für den Unterschied zwischen regulär und kontextfrei. Sie haben recht, ich kriege keine reguläre Grammatik hin. Ich kann die Sprache L2 nicht mit einer regulären Grammatik erzeugen. Warum nicht? Wir schauen uns mal die Ableitung hier an bei L1, das war ja eine reguläre Grammatik, ne? Die hat nur die Form klein a, groß a, also Terminal, Variable oder nur Terminal. So sieht eine Ableitung aus. Was ist das Charakteristikum einer Ableitung bei einer regulären Grammatik? Ja? Genau. Die Variable steht immer am Ende. Geht gar nicht anders. Ja? Sie haben eine Variable, die leiten Sie immer ab nach Kleinbuchstabe und große Variable. Und jetzt können Sie im nächsten Schritt diese Variable wieder ableiten nach Terminalsymbol und Variable. Sie haben nirgendwo den Fall, wo Variable und Terminalsymbol abgeleitet wird, dann wäre die Variable irgendwann mal in der Mitte. Hier, sie ist immer am Ende. Ne? Sie können jetzt diese Variable hier nehmen und ersetzen, aber Sie können es immer nur durch irgendwas ersetzen, wo die Variable wieder hinten steht. Und zwar in jedem Schritt kommt ein Terminalsymbol dazu und dann bleibt die Variable weiter hinten. So lange, bis Sie die Variable durch ein einzelnes Terminalsymbol ersetzen. Das ist der Abschluss der Ableitung dann. Deswegen sagt man dazu reguläre Grammatik, ja, weil sozusagen eine gewisse Regelmäßigkeit auch hier in der Ableitung vorhanden ist. Geht gar nicht anders, als dass die Variable immer am Ende ist. Warum können Sie mit einer regulären Grammatik nicht die Sprache L2 erzeugen? Ja? Ja gut, Sie bauen hier das Wort von der Mitte auf, müsste aber ja nicht unbedingt sein. Ne? Warum kann man das nicht von vorne aufbauen? Ne? Ja? Was würde denn passieren, wenn ich jetzt anfange, ich will 3 A's und 3 B's machen? Ich hätte eine reguläre Grammatik. Ja? Genau. Man weiß nicht, wenn man die 3 A's erzeugt hat von vorne, ja, die Variable ist ja immer hinten. Wenn ich die 3 A's erzeugt habe, also angenommen, ich hätte jetzt hier irgendeine reguläre Grammatik, ne, da würde ich jetzt hier erstmal AA erzeugen, dann nochmal AAA, dann nochmal AAA, dann vielleicht B, ne? Jetzt muss ich doch wissen, wie viele B's ich noch ableiten darf. Aber das kriege ich nicht reinkodiert in die reguläre Grammatik. Ich weiß nicht, ich kann jetzt immer nur einen Buchstaben und eine weitere Variable ableiten in der regulären Grammatik, aber jetzt kommt, ich habe kein Gedächtnis, wie viele A's ich schon abgeleitet habe, was ich überhaupt schon gemacht habe, keine Ahnung. Ich denke nur lokal da hinten am Ende. Das heißt, ich kriege keine reguläre Grammatik hin für diese Sprache, das heißt, die Sprache ist definitiv nicht regulär. Ne? Die ist kontextfrei. Ich kriege eine kontextfreie Grammatik hin. So, jetzt zum Abschluss noch, sind gleich fertig, der Zusammenhang hier oben. Hierfür haben wir schon mal einen Automaten konstruiert, ne? Einen deterministischen Automaten. Wie könnte der aussehen, der die Sprache erzeugt? Steigen wir mal hier. Jetzt haben wir hier so einen Anfangszustand. Q0. Ich lese ein A. Jetzt gehe ich in den nächsten Zustand, den nenne ich jetzt mal, ach komm, den nenne ich mal A. Ja? Jetzt kann ich beliebig viele A's lesen, klein a, und komme wieder in den Großzustand groß a, also komme in den Zustand groß a, lese ein kleines a, komme in groß a, lese ein kleines a, komme in groß a. So. Es ist nicht ganz analog, na, macht aber nichts. Und jetzt lese ich hier, mit dem kleinen b komme ich in groß b. Ne? Das kann man noch analoger machen, aber ist okay. So. Und jetzt lese ich, mit dem kleinen b komme ich in Großzustand groß b. Ja? Und jetzt kann ich hier mit kleinem b, groß b weiterhin lesen, lesen, lesen. Und am Ende bin ich hier im Endzustand.
Sehen Sie den Zusammenhang zwischen dem deterministischen Automaten und der regulären Grammatik? Ich lese immer ein Zeichen und bin in einem Zustand, den man sozusagen als Variable interpretieren könnte. Ne? So, dann lese ich immer wieder Zeichen, 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 habe kein Gedächtnis, was ich bislang gemacht habe. Ich lese Zeichen für Zeichen, ich arbeite das Wort von vorne her ab, genauso wie ich bei der regulären Grammatik das Wort von vorne her erzeuge. Und ich kann genauso wenig diese Sprache hier durch eine reguläre Grammatik erzeugen, wie durch einen deterministischen Automaten erkennen. Wir hatten auch festgestellt, A hoch N, B hoch N kann ich nicht durch einen deterministischen Automaten erkennen, weil wenn ich die ersten A's erkannt habe, bin ich in irgendeinem Zustand oder weiß ich gar nicht, wie viele B's muss ich noch erkennen. Das heißt, das hängt ganz eng zusammen, die regulären Sprachen und die deterministischen Automaten und die regulären Grammatiken. Reguläre Sprachen sind diejenigen, die von regulären Grammatiken erzeugt werden. Das ist eine reguläre Sprache, die wird von der regulären Grammatik erzeugt. Die regulären Sprachen sind genau die Sprachen, die auch von deterministischen Automaten erkannt werden können. Habe ich eine Sprache, die nicht regulär ist, wie diese hier, kann ich sie nicht durch einen deterministischen endlichen Automaten erkennen und ich kann sie auch nicht durch eine reguläre Grammatik erzeugen. Das heißt, deterministische Automaten hängen ganz eng zusammen mit regulären Sprachen und regulären Grammatiken. Wenn ich von hier nach da gehe, wenn ich von hier nach da gehe, in die Welt der kontextfreien Sprachen, brauche ich ein Gedächtnis. Ich muss ein Gedächtnis zu meinem Automaten hinzufügen und das werden, oder zu meiner Grammatik hinzufügen, letztlich habe ich das Gedächtnis dadurch hinzugefügt, dass ich jetzt mich von außen nach innen arbeite, oder ich brauche einen Automaten, der ein extra Gedächtnis hat, der sich gemerkt hat, was schon alles passiert ist, und das sind die Kellerautomaten. Damit beschäftigen wir uns dann nach der Exkursionswoche.